Moin, ich bin Tilman von der Radlbande hier auf der Eurobike 2022 am Stand von Urban Aero. Und bei mir ist Andreas von Urban Aero. Andreas, was gibt es Neues bei Urban Aero? Ja, hallo erstmal, willkommen an unserem Stand. Was gibt es Neues bei uns? Wir stehen gerade vor unserem 10 Jahre Familien-Family-Anniversary-Modell. Gute Neuigkeiten, das wird es auch im nächsten Jahr weiterhin geben. Was haben wir verändert? Hier können wir direkt über eine sehr deutliche Veränderung sprechen. Wir werden ab 23 die Best-3-Serie verbauen, sprich die neueste Bosch-Generation. Wir haben dazu eine kleine Veränderung am Rahmen vorgenommen, sprich der Rahmen hat jetzt hier eine kleine bessere Einkerbung, um die Batterie zu erhöhen. Da will ich ganz kurz unterbrechen. Lass uns doch das mal ganz im Detail angucken. Sehr gern. Hier seht ihr, das ist schon, man sieht es ganz deutlich, das ist nicht der Akku, den ihr kennt, das ist schon der neue Akku von der Best-3-Serie. Wir haben auch den Rahmen ein wenig verändert, dass man dann hier auch den Akku wieder besser rausnehmen kann, weil der ist einfach dicker. Wir sehen auch hier schon dann die neue Bosch-Generation der Displays. Wir haben es zwar bereits schon letztes Jahr vorgestellt, aber um es auch nochmal der Vollständigkeit halber auch zu erwähnen, ist unser Sonnenverdeck. Warum ein Sonnenverdeck? Warum nicht ein Regenverdeck, was auch ein Sonnenverdeck ist? Dann hätte man nur einen Mittelweg. Unsere Regenverdecke sind einfach waterproof und wirklich sehr gut entwickelt. Wir haben geschaut, inwieweit kann man vielleicht ein Produkt kombinieren. Aber wir sind zu dem Entschluss gekommen, ein Regenverdeck und ein Sonnenverdeck sollten zwei verschieden getrennte Produkte sein. Wir haben hier ein sehr schönes, leichtes, ein Netzstoff, ein Mesh, der auch trotzdem eine Winddurchlässigkeit gewährleistet, aber trotzdem hier vor den UV-Strahlen schützt. Man kann es sogar zwei teilen, sprich man nimmt es einfach hier auseinander und kann dann einfach den vorderen Teil abnehmen, sodass man hier auch nochmal die schöne durchströmende Luft hat, wenn es dann mal so richtig heiß wird. Dann für alle Urban Aero-Fahrer, die noch ein älteres Urban Aero haben und noch nicht die Schulterpolster haben, ab nächsten Jahr werden die auch beim Händler erhältlich sein. Unser Regenponcho ist auch verbessert worden. Wir haben jetzt hier nochmal ein größeres Fenster. Bedeutet, die Konnektivität mit den beiden Regenverdecken ist noch besser. Und dadurch, dass man hier das große Fenster hat, hat man immer einen wunderschönen Einblick auf seine Kinder, kann mit ihnen interagieren. Die neuen Gepäckträger, die kennt ihr sicherlich schon. Aber wir wären ja nicht Urban Aero, wenn wir nicht noch einen draufsetzen würden. Na, was ist das denn? Gehen wir mal hier rüber. Darf ich euch vorstellen, unser Carrier Plus. Warum haben wir den gemacht? Auch uns ist es wichtig, dass auch wenn die Kinder sehr komfortabel vorne sitzen, sie trotzdem Fahrrad fahren sollten. Wir sind Fahrradfahrer. Das ist ein kleiner Funfact, das Fahrrad von dem Sohn von unserem Chefdesigner Wietze. Und Wietze hat damals schon den Gedanken gehabt, ich will irgendwie mehr transportieren, ich brauche mehr Gepäckträger. Was haben wir gemacht? Wir haben einen Gepäckträger entwickelt. Der ist auch mit dem MIG-HD-System kompatibel. Bedeutet, man kann schnell einen Kindersitz abnehmen, aufsetzen, Rasten verschieben, einfach rein, zack. Dieser Gepäckträger bietet vielerlei Möglichkeiten. Ich denke, jeder einzelne Nutzer wird wieder neue Wege finden, wie man ihn nutzen kann. Wir haben sogar hier unten extra nochmal eine Plattform, die dann auch dazu dient, beispielsweise größere Sachen zu befestigen. Es wird direkt ein Strip mitgeliefert, dem man Dinge befestigen kann. Ja, das sehen wir hier, wie das Fahrrad beispielsweise befestigt ist. Ja, hier ist auch ein kleiner Schutz für das Material. Ist ein unheimlich schönes Produkt und deckt einfach nochmal so diesen Schulterschluss. Man ist mit dem Kind unterwegs. Das Kind ist noch nicht in dem Alter, dass es mit dir 10, 20 Kilometer fährt. Ab einem bestimmten Punkt sagt das Kind, ey, mir tun die Beine weh, kein Problem. Einfach das Fahrrad hinten ran, setz dich vorne rein und entspann. Genau, nichts kann Cargo ersetzen, außer noch mehr Cargo. Ja, natürlich. So, was haben wir hier noch? Ein Sleep Rest. Aus einem sehr schön nachhaltigen und auch absolut schadstofffreiem Material. Ja, man sieht es gerade, Tilman, fast schön an. Sehr weich, sehr komfortabel. Nochmal ein zusätzlicher Schutz im Falle, wenn das Fahrrad umfallen sollte, ist der Kopf auch nochmal zusätzlich geschützt. War etwas, was wir eigentlich schon lange auf den Markt bringen wollten. Aber es ist wirklich schwer, ein tolles und gutes Material zu finden. Demnach hat die Entwicklung etwas länger gedauert, als wir es gern gehabt hätten. Aber lieber länger entwickeln und dafür ein wirklich tolles Produkt auf den Markt bringen können. Apropos tolle Produkte. Wir haben auch den Schritt in die Digitalisierung. Natürlich wollen wir den auch nicht verpassen. Hier präsentiere ich euch ein Urban Aero, wie ihr es kennt, aber mit einer kleinen Besonderheit. Wir haben ein Modul verbaut. Ein sogenanntes IoT-Modul. IoT, wer es nicht weiß, Internet of Things. Ja, Dinge sind jetzt auch online. Denkt man an eure Smart Home, Waschmaschine oder Kühlschrank.
warum nicht auch beim Fahrrad? Diese Module werden dann im Motorraum verbaut, sind dann angebunden und haben Zugriff auf die Fahrzeugdaten. Und das wichtigste und schönste Feature, da ist ein GPS-Sender mit drin. Heutzutage läuft ja alles über Apps. Dementsprechend haben wir auch dann für iOS und Android hier den ersten Blick auf eine App. Ist noch eine Beta-Version, es kommen noch ein paar schönere Funktionen dazu. Aber was mir zum Beispiel immer einen Zugriff hat auf die Daten seines Fahrrads. Man sieht, okay, im Eco-Modus kann ich noch so weit fahren, im Tour-Modus noch so weit fahren, im Sport-Modus noch so weit fahren. Kennt ihr typisch von den Bosch-Displays, dasselbe mit der Battery Charge. Aber hier ist das neue Feature, ihr seht genau, wo sich das Fahrrad befindet. Man kann seine Activities tracken, man weiß, okay, was fahre ich denn eigentlich so am Tag, im Monat, im Jahr. Dann hat das Modul auch noch mal eine Ladung, damit man immer weiß, okay, das Modul funktioniert auch. Kann man hier den Ladestand auch noch verfolgen. Man kann sich Dinge wie Service anschauen. Jetzt sind wir hier noch in der Testversion. Das ist zum Beispiel der ANWB. Das ist die niederländische Version des ADAC. Dann kann man hier zum Beispiel Request Roadside Assistance oder einen Report Theft direkt im Diebstahl melden. Darüber hinaus gibt es dann hier auch Notifikationen. Wir sehen es hier zum Beispiel, wenn man hier unten das Fahrrad wieder entlockt, dann ist es ausgesetzt. Wenn man es lockt und jetzt das Fahrrad schütteln würde, dann kommt hier diese Theft Protection. Das heißt, in dem Moment, wo sich das Fahrrad untypisch bewegt, kriegst du eine Nachricht auf dein Handy und kannst sofort reagieren. Was wir auch noch neu auf den Markt gebracht haben, wir reden jetzt hier vom Familienbereich. Nicht zu vergessen, wir tummeln uns ja auch im Businessbereich. Hier sehen wir zum Beispiel auch, wer es noch nicht kennt, da sind wir sehr stolz drauf. Ist jetzt keine Neuerung, aber gerne rede ich drüber. Cool Blue, das ist, kann man sich vorstellen, so ähnlich wie das Konzept von Gorillas oder Flink. Allerdings mit weißer Ware, sprich Laptops, Mikrowelle, was auch immer, bestellt man innerhalb von 2 Stunden, wird es dir geliefert. Cool Blue hat bereits über 1 Million Pakete mit unseren Fahrzeugen ausgeliefert. Dementsprechend haben wir auch schon sehr viel CO2 damit einsparen können. Eine der wenigen Räder, die wir sogar in einer Spezialfarbe herstellen, das ist das Cool Blue von Cool Blue. Und wer da mal sucht, die haben sogar ein Lego Urban Aero auf den Markt gebracht mit einer Cool Blue Box drauf. Irre. Witzig. Also ist wirklich ein Projekt, wo wir sehr, sehr stolz drauf sind. Ne, dann die Klassiker, die kennt ihr. Wir haben allerdings auch hier was Neues. Darf ich vorstellen, unsere Post & Parcel Box 800. Wir haben gemerkt, dass es in vielen urbanen Räumen und gerade auch in Deutschland vonnöten ist, nochmal eine kompaktere Version unserer Box zu haben. Dementsprechend haben wir reagiert, haben eine neue Box entworfen. Sie lässt sich sogar mit RFID öffnen und bringt trotzdem eine Menge Stauraum mit sich. Wir haben bis zu 800 Liter Ladevolumen. Wir haben ein agileres Handling. Wir haben die RFID-Anwendung und wir haben einfach auch durch die kleinere Box eine verbesserte Sicht auf die Fahrbahn für die Fahrer. Also es ist rundum eine sehr gelungene Kiste. Bin auch sehr stolz auf diese Neuerung. Wird den deutschen Markt nochmal, denke ich, attraktiver machen für Lastenräder in einer größeren Größenordnung. Die Heavy Duties kommen mehr und mehr auf die Straße. Ja, und wie gesagt, es basiert auf unserem klassischen Tender. Das Tender ist wirklich ein Fahrrad. Ich habe mal einen unserer Gründer gefragt, Gerald, hast du jemals mit so einem Fahrrad gerechnet? Nein. Aber sag mal, Tillmann, bist du überhaupt schon mal einen Tender gefahren? Das müssen wir mal ändern, glaube ich. Ja, dann gehen wir doch mal zu unserem Testtrack. So, fahren wir mal das Tender. Ich bin mal sehr gespannt. Aufsteigen wie beim normalen Urban Aero auch. Bremse lösen. Andreas sitzt vorne drin und hält die Kamera. Mal sehen. Jetzt kommt der komische Teil. Los geht's. Also das ist auf jeden Fall sehr angenehm. Die Sitzposition ist genauso wie beim normalen Urban Aero Family auch. Die Lenkung ist deutlich leichtgängiger, als ich das gedacht hatte vorher. Also da sind ja 2 große Autoreifen vorne dran, wie man das hier vorne sehen kann. Und darüber wird halt die Lenkung gemacht. Und der hintere Teil ist komplett reguläres Urban Aero. Die Rollaufschaltung funktioniert hervorragend mit dem System. Hat natürlich dann eine richtig gute Haltbarkeit. Aber das ist schon erstaunlich, so ein Riesengerät hier mit jemandem vorne drin, einfach über die Messe zu fahren. Ja, tatsächlich sehr entspannt. Also hätte ich nicht gedacht, das fährt sich total einfach, total eingängig.
überhaupt kein Problem, hier auch die, eine höhere Geschwindigkeit zu fahren. Ich fahre jetzt natürlich, weil jemand vorne hier drin sitzt, nicht ganz so schnell, aber mit Last oder Beladung, Kartons etc. kann man durchaus auch 25 km/h erreichen. Das macht schon echt Spaß, mit dem Rad zu fahren. Vorwärts einparken. Ach guck mal, der Wendekreis ist auch relativ klein tatsächlich. Nur Rückwärtsgang hat er nicht, ne? Ich hatte mich gerade noch gefragt, warum diese Lenkung so einfach ist. Weil ja hier, könnt ihr sehen, das sind richtige Autoreifen. Kleine Autoreifen zwar, aber es sind richtige Autoreifen. Und hier ist halt so ein richtiges Fahrwerk drin, wie man es auch vom Auto kennt. Es ist gefedert, also gerade dann, wenn schwerere Lasten da drin sind, dann ist das auch richtig komfortabel. Und hier könnt ihr dann auch eine richtige Achse sehen und das gesamte Lenkgestänge. Ja, es ist einfach, wir haben hier zwei Welten, die aufeinandertreffen. Einmal den Automotive-Bereich und den Fahrradbereich. Also man sieht, die Federelemente sind beispielsweise aus dem Fahrradbereich. Und wir haben halt auch einfach hier eine unglaublich gute Lenkung. Es ist halt auch wieder eine Lenkstange verbaut. Also man kann das hier richtig sehen, die Gestänge hier ineinander greifen. Das ist halt einfach wieder ein ähnliches System, wie wir es auch von Family kennen. Aber trotzdem, die Aufnahme ist halt auch wieder viel vom Automotive-Bereich und dann hier doch wieder ein Steuersatz drin. Also es ist eine schöne Mischung, die unsere Ingenieure da aus dem Boden gestampft haben. Und hier auch richtige Bremsscheiben aus dem Kraftfahrzeugbereich, hier aus dem Motorrad, damit man eben auch schwerere Lasten gut bremsen kann. Das ist ziemlich cool. Aber jetzt gehen wir noch mal wieder rein, ne? Die Sonne. Ich würde sagen. Ja. Ja, Andreas, vielen Dank, dass du uns mal die Neuigkeiten von Urban Aero gezeigt hast. Sehr gern. Und vielen Dank, dass ich mal das Tender fahren durfte. Das ist wirklich ein ziemlich cooles Bike. Ja. Wo findet man euch am besten? Im Internet? Also am besten findet man uns im Internet und dann über unsere Händler. Das Wichtigste für uns ist der Fachhandel. Das heißt, geht zu einem Händler auf unserer Homepage, informiert euch dort. Die sind von uns geschult, das sind die Fachleute. Die wissen genau, was das Wichtigste für euch ist bei einem Lastenrad und vor allem bei einem Family. Okay. Lasst euch beraten, ihr findet dort die beste Qualität, die ihr bekommen könnt. Ja, sehr cool. Link zu der Internetseite von Urban Aero verlinke ich euch jetzt mal unten in der Beschreibung. Und wenn ihr Urban Aero bei Instagram folgt, seid ihr natürlich auch immer auf dem neuesten Stand. Ja, wenn ihr jetzt Fragen, Anmerkungen, irgendwas zu Urban Aero loswerden wollt, dann macht es doch mal unten in den Kommentaren. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt und wenn ihr dabei sein wollt, wenn die Radelbahn das nächste Mal auf Tour ist, dann abonniert das Video, abonniert seinen Kanal, besser geht's nicht. Ganz genau, also tschüss, bis dann.